Ja Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, der Origami King. Ja, wir sind noch immer nicht fertig, aber keine Sorge. Okay. Wir haben gerade 10.000 Münzen bekommen. Anscheinend hat gerade der Schrittzähler angeschlagen. Ja gut, okay. War gerade unerwartet, aber egal. Ja, wir sind auf alle Fälle weiterhin im Kastell Knick, sprich dem Kastell von König Olli unterwegs. Und ja, wir werden ihm auf alle Fälle sein Kastell hier wieder aus seinen schmutzigen Klauen entreißen, weil wir wissen ganz genau, dass das ganze Teil hier eigentlich der Pilzpalast sein sollte. Und das will ich ihm natürlich nicht weiterhin durchgehen lassen. Ja, wie lange das Ganze noch dauert, ich weiß nicht. Und der Fallkreis, den wir uns gerade verdient haben, der wurde uns gerade... Nee, nicht wirklich. Ach, jetzt verstehe ich, warum man hier einfach durch konnte. Was? Hat da einer gerade den Fallkreis geklaut? Ja, der mittlere war's. Aber wie komme ich? Ach so. Dafür gibt's dann die Röhre. Jetzt verstehe ich auch endlich, warum man hier einfach so durch konnte. Weil das hat mich schon vorhin verwirrt gehabt. Trotzdem, ich muss für irgendwas aufpassen. Allein schon, wenn ich den Sumo-Bruder da oben sehe. Der hat doch sicher irgendwas vor. Genau. Und nochmal. Ich hoffe, dass der das jetzt war. Ich glaube schon, dass der mittlere ist. Außerdem haben sie sich jetzt nochmal aufgeteilt bei dem Splitscreen. Aber egal. Okay, es sind zum Glück nur Koopas. Das heißt, die sollte man relativ einfach klatschen können. Trotzdem nicht zu unterschätzen. Mit zwei Zügen soll das funktionieren. Hä? Wie denn? Nee, das kann nicht sein. Ich brauche kurz meinen Tipp. Es ist sicher irgendein ganz einfacher Zug wieder, aber ich check's gerade überhaupt nicht. Der schiebt da einmal so runter. Ach so, oh Gott, ja, stimmt ja. Ich mach's mir wieder unnötig schwierig, ich weiß. Na gut, da müsste der normale Stiefel eigentlich reichen. Also ich gehe stark davon aus, dass es einfach ganz normale Koopas sind. Ja. Aber von denen hat keiner den Fallkreis offensichtlich. Der wird schon lange ange... Nee, nicht der Glitzerwurf haben wir. Der Fallkreis würde nämlich sonst schon lange angezeigt werden. Ja, ich bin übrigens auch immer am überlegen, ob ich das ganze Projekt zu 100% durchmachen werde. Sprich, ob ich mir nachher das wirklich noch antue. Ich würde eine spontane Entscheidung sein. Nee, und von denen hatte tatsächlich keiner den Fallkreis. Ja. Okay. Auch nicht. Oh Gott, nee, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Verdammt, ich muss niesen. Ja! Huh! Mitten in der Aufnahme, alles klar. Corona würden die meisten sagen. Hoppala. Ups. Ich glaub's nicht. Die Koopas haben den Fallkreis geklaut. Ja, das ist mir mittlerweile auch bewusst. Ich muss ganz kurz mal, genau hier Y einmal healen. Das war eine absolut dumme Aktion. Warum bin ich jetzt wirklich gerade runtergelaufen? So, einmal. Jetzt bin ich hier. Der muss kurz einmal drehen. Genau, jetzt kann ich einfach hier durchlaufen. Da müsste es jetzt sein, der was den Fallkreis hat. Mann, warum? Es muss natürlich wieder der Letzte sein. So typisch. Und vor allem, ich hätte den Kampf einfach umgehen können. Ich hätte mich nur nicht treffen lassen dürfen. Aber egal, was passiert, ist passiert. So, einmal nach oben bitte. Und... Hey, lol. Da entsteht einfach ein Haus. Wartet... Mit einem Schatzmini. Papierflugstaffel. Das war die, die wir beim Herflug gesehen haben. Also wie wir auf Bowsers Luftkarriere waren. Okay. Und wir haben uns nicht treffen lassen. Das heißt, auch den Kampf konnten wir erfolgreich ausweichen. Tja, okay, da nicht mehr. War auch logisch. Ein bisschen kämpfen muss sein. Bei den Dicken bin ich mir schon wieder ein bisschen unsicher, ob die wirklich das... muss ich mir kurz angucken.
Hey, das macht keinen Sinn. Also irgendwie muss das funktionieren, aber ich habe schon wieder keinen Plan wie. Beim letzten Mal, glaube ich, oder die letzten Folgen, habe ich mich relativ gut angestellt, aber bisher... Hä? Nee. Warum, warte mal, warum hat er das jetzt darüber gedreht? Das macht für mich keinen Sinn, ehrlich gesagt. Hä? Ist mir jetzt egal, ich drehe den wieder zurück. Ich habe echt gerade keinen Plan gehabt, wie der das gemacht hat. Egal, ich mache das mit den sagenhaften Stiefeln. Sollte sich, glaube ich, ausgehen. 32. Okay, nee, glaube ich nicht. Nope. Aber zumindest ein bisschen Schaden, dass wir den Kerl gemacht haben. So, und der Rest machen wir mit normalen Stiefel. Zumindest, dass die weg sind. Das ist wichtig. Und das geht sich aus. Das heißt, ein bisschen Schaden stecken wir logischerweise. Ah, Bowser! Du Noob. Dieser kleine Noob natürlich, jetzt hat er verkackt. Ja, bitte, okay. Die. Ah, lol, der killt damit auch seinen eigenen. Boah, ist ja krasse Leute, wirklich. Ihr seid absolut krasse Leute. Killt einfach ihren eigenen auf die Art und Weise. Gut, das machen wir mit Colorstiefeln. Die 36 Damage, das reicht. Die Colorstiefel sind zwar kaputt, aber egal, von denen haben wir genug. Es triggert mich übrigens noch immer, dass wir jedes Mal die gleiche Musik hier hören. Ich hoffe, das ändert sich jetzt bald mal. So, und wir kommen jetzt hier raus. Sehe ich das da richtig gerade oben? Lol, das ist eine Plattform von Olivia. So, hier mal den Faltkreis. Ich vermute mal, dass wir das Ding umlegen können. Wartet. Genau. So, jetzt haben wir wieder einen geraden Weg. So muss das sein. Und das heißt, wir haben das eigentlich erste große Rätsel schon gelöst. Pappmacho. Das war ein Fehler, oder? Ich verstehe schon, wie ich den klatschen muss. Genau, jetzt zieht mich der wieder. Und jetzt muss ich den einfach noch vorgehen lassen und dann kann ich den von hinten eine panieren. Also geh wieder zurück. Genau. So, das war der erste. Hä? Ich hasse den Controller. Der Controller hat mich gerade... Ich brauche dringend Kalapilz. Der Controller ist gerade automatisch nach vorgelaufen. Ich weiß echt gerade nicht warum. Okay, zweiter Treffer. Und jetzt... Oh, jetzt wird er wahrscheinlich ganz schnell. Ja, okay. Aber der ist schon ordentlich zugerichtet. Ein Treffer und dann müsste es vorbei sein. Genau, brav marschieren. Und da ist er down. Schade um Koopa, aber egal. Der musste leider sterben für das, was er hier tat. War aussichtslos. Gut, und den Kalapilz kriegen wir gleich direkt wieder ersetzt. Und hier die Klingel. Warte, der muss hier irgendwo... Ah, okay, wartet. Ich habe so eine Vermutung. Genau, hier. Und darin befindet sich ein Schatzmini. Glutkrater Pappmachos. Also, in anderen Worten, die Bonbons. Die wir im Vulkan begegnet sind. So, wie geht das hier jetzt? Hier ist auch wieder ein versteckter Block. Wartet, kann man... Hier ist sowas. Das heißt, irgendwo anders müsste es noch einen zweiten geben. Ah, hier. Genau. Und ich sehe schon den versteckten Block an der Stelle. Zumindest sehe ich den Schatten schon. So, was muss ich hier jetzt genau tun? Ach, okay. Einmal so. Dann das hier. Und den muss ich reinschlagen. Wartet. Genau, es ist der nämlich hier draußen. Ja, wie geht's jetzt? Wartet, irgendeinen muss ich noch reinschlagen. Nee, das war falsch. Okay, also der obere war auf alle Fälle richtig. Genau.
Dann der auch. Wartet. Na komm, Schlag. So, und der müsste doch eigentlich auch richtig sein. Ah! Okay. Der untere zuerst. Also der war richtig. Wartet. Der... Na komm. Der auch. Jetzt zuerst den unteren. Und wahrscheinlich wird das jetzt dazu bringen, damit der wieder rausgeht. Genau, okay. Jetzt habe ich es geschnallt. Also der letzte, der war ein bisschen Problematik. So, und aufgrund der Klingel, ich habe es auch schon am Schatten gesehen, hier ist ein versteckter Block mit einem weiteren Schatzmini, Pappmacho-Käfer. Krass, wie viele Dinge hier jetzt sind. Und der nächste Colorpilz. Wie lange soll das hier noch weitergehen? Okay, hier runterfallen will ich ehrlich gesagt nicht. Hier ist ein Speicherblock. Wartet, könnte das jetzt schon der finale Kampf sein? Ich habe irgendwie so Gefühl, ja. Allein schon, wenn hier so eine Treppe ist. Ich habe so ein ganz mieses Gefühl. Mario, schnappt ihn euch! Oh Gott, wie viel sind das denn? Schadenschlacht. Okay, das wird also eine relativ lange Schadenschlacht jetzt werden. Was? Yo, als ob! Die ultimative Schadenschlacht hier. Also das könnte jetzt relativ lange dauern. Bin ich mir relativ sicher, dass das relativ lange dauert. Okay, gleich direkt drei Ringzüge am Anfang. Da muss ich mir jetzt Zeit lassen. Aber das wird auf alle Fälle relativ viel Kohle bringen. Dann später. Aber das soll es eigentlich gar nicht gehen. Und ich kriege einen Colorhammer erstattet. So passt das perfekt. Was haben wir denn für Items? Wartet, ich muss mich kurz mal besser ausrüsten. Glitzerstiefel, nee. Goldstiefel auch nicht. Sagenhaften Stiefel habe ich auch noch ein paar, aber die will ich jetzt gerade nicht einsetzen. Ich bleibe bei den Colorstiefeln fürs Erste. Die müssen reichen. Vor allem auch wegen dem Angriffsplus. Ja, für die reicht es auf alle Fälle. Ich hoffe, dass Bowser dann eventuell noch ein bisschen Schaden macht. Weil der Große wird logischerweise ein bisschen mehr aushalten. Es regt mich aber auch auf, dass die alle durchgemischt sind. Also ich hoffe jetzt nicht, dass das wirklich 20 Schaden oder so sind, die was ich jetzt bekämpfen muss. Oh, und der Große überlebt gar nicht. Ne, der hat anscheinend gleich viel. Ja, es geht so weiter. Nee. Macht wieder keinen Sinn für mich. Ich bin heute nicht so richtig in Form, was Denken angeht. Zumindest logisches Denken. So, der macht das zuerst so. Dann. Hey, das geht ja gar nicht dann. Muss ich, glaube ich, nicht verstehen, aber egal. Ich hoffe trotzdem, dass der Glitzerwurfhammer reicht, damit ich die damagen kann. 33, nee, das reicht, glaube ich, doch, es reicht. Aber der Glitzerwurfhammer hat auch nicht mehr so viel. Den habe ich auch schon ein paar Mal eingesetzt. Okay, und die beiden mache ich mit dem Colorstiefel. Achso, nee, war Blödsinn, das ist der Hammerbruder. Der wird das wahrscheinlich überleben. Genau. Schade drum, weil... Okay, der Bowser kann eh nichts. Und macht er jetzt wieder das gleiche? Tatsächlich. Der schießt seinen eigenen Kumpan, damit... Das ist schon eine etwas widerliche Attacke eigentlich von dem Kerl. Gut, den Rest mache ich mit dem Stiefel. Der hat eh nicht mehr so viel. Somit sollte das, glaube ich, reichen. Jupp, so ist es auch. Letzte Schärke. Achso, okay, nee, es sind doch nur drei. Es hat mich nämlich schon ein bisschen irritiert, wie ich das gesehen habe. So.
einmal das hier. Nee, es macht mir keinen Sinn. Okay, das war sogar schon mal eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Jetzt verstehe ich es aber, glaube ich, wie er es will. Nee, oder? Hä? Oder doch nicht? Hey, das gehört doch da rein, ja. Aber da passt der wieder nicht rein. Hey, was machen die da eigentlich? Die drehen mir da irgendeinen Scheiß, glaube ich, gerade an, habe ich das Gefühl. Okay, dann machen wir hier mal einen Wurfhammer. Ich habe zum Glück ein paar eingekauft, deswegen passt das schon. Okay, und einmal kann ich ihn noch verwenden. Ne? Dann mache ich das für die Partie. Und er hält noch ein weiteres Mal aus. Ey, dieser Glitzerwurfhammer, der ist echt ein Wahnsinn. Obwohl der schon so beschädigt ist, macht er trotzdem weiter. Jetzt ist er down. So, und der Bowser macht. Ja, jetzt hat er gespeit, endlich. Und damit haben wir die alle geschlagen. Ich glaube echt schon, da vorne ist der nächste Speicherblock. Ich glaube echt, dass da jetzt das Finale dahinter ist. Also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Vor allem, wenn da jetzt schon so eine Schallenschlacht kommt, so eine große. Das ist irgendwie, das wirkt irgendwie schon so richtig episch auf eine Vorbereitung. Na gut, dann schauen wir einfach mal. Hä? Da ist er. Du gibst einfach nicht auf, Olivia. Dir muss wirklich was an jenen ungefeilten Gestalten liegen. Erbärmlich. Aber das ist auch nicht mehr weiter wichtig. Meine Vision eines perfekten Origami-Königreiches ist fast erfüllt. Was? Du willst doch immer deinen bösen Plan durchsetzen? Warum hörst du nicht endlich auf? Wie kannst du es wagen, an mir zu zweifeln? Ohne mich gäbe es dich doch nicht mal. Ach, ich bin es leid, mich erklären zu müssen. Ihr lasst mir keine Wahl. Was ist das denn? Und Tucker! Die bissige Bedrohung. Okay, es kommt auch ein Bosskampf. Also so ein klassischer Bosskampf. Hey, das ist doch ein Ding. Dieses Ding hat mich so zugerichtet, wie ich jetzt bin. Mario, du musst diesen Kampf gewinnen, kapiert? Tu's für mich, deinen besten Feind. Ja, okay, eigentlich ist das kein Argument, aber egal. Fass. Also der Tucker ist so ein bisschen wie ein Köter, also. Aber wo hat der wieder eine Schwachstelle? Okay. Wie es bellt, wie es schnappt, wie pieksig seine Klammern sind. Eigentlich müsste ich mich so langsam dran gewöhnen haben, gegen Bürobedarf zu kämpfen, aber das Teil sieht super bissig aus. Hey, warte mal, dieses Ungetüm muss der Grund sein, warum sich unsere Freunde nicht entfalten lassen. Es hat sie geklammert. Diese Bestie von einem Wachhund mag Teil der Bürobedarfsbrigade sein, aber wir werden ihnen schon zeigen, wie man Origami geht. Der Wort wird zwar schon wieder so schlecht, aber egal. So, leg die Pfeile zurecht. Zuerst will ich natürlich erstmal wissen, mit was ich es genau zu tun habe. Das heißt... Ja. Ich fange mal so an. Einmal im Kreis laufen, den Brief mitnehmen. Achte darauf, wie viele Klammern in seinem Maul stecken. Wenn er nachladen muss, ist das deine Chance. Ja, das ist ja super, da hat ja einige Klammern da drin. Also das hilft eigentlich gar nicht. So, kann ich dem Kerl irgendwie schaden machen? Ich probiere mal mit einem sagenhaften Hammer. 16 Stück. Ach so, und jetzt hat er Klammern verloren, verstehe. Also ich muss ihn wirklich ein paar Mal angreifen. Aber wenn der nicht nachladet, ist auch irgendwie unlogisch. Gut, dann mache ich hier erstmal mal 2 Angriff. Weil damit geht das Ganze ein Stückchen schneller. So, wieder sagenhafter Hammer. 30. Das muss trotzdem irgendeine Möglichkeit
geben, wie der schneller weggeht. Das waren drei, die er jetzt verloren hat. Ja, ich brauche auf jeden Fall noch den zweiten Brief. Ich will das wirklich... Hä, was macht der jetzt? Oh, oh. Der macht irgendwas Böses. Ich aktiviere auf alle Fälle mal den Faltkreis, glaube ich. Ja, komm, mach ich. Aus der Nähe tackert er dich mit zwei Klammern fest. Aus größerer Entfernung schießt er mit 8. Okay, dann war es eigentlich jetzt blöd, dass ich da hingegangen bin. Ich probiere es trotzdem mal. Also, mit dem Faltarm. Vielleicht kann ich damit irgendwas ausrichten. Ja, ein bisschen Schaden. Okay, der hat mich ordentlich zugeklammert, aber alle abgewehrt. So hat gesagt, wenn er nachladen muss, ist es meine Chance. Okay, verstehe, 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 verstehe. Jetzt kann ich irgendwas ausrichten. Ich verstehe zwar noch nicht ganz was, aber ich werde es noch herausfinden. So, das geht da rein, da ist das Herz. So. Greifst du mit dem Hammer an, verliert eine Klammer bei einem Sprung hingegen 4. Nimm ihn alles seine Klammern ab, damit er nachladen muss. Okay, mit dem Sprung macht er noch, verliert er mehr. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich gönne mir jetzt erstmal hier das Herz. Und versuche ihn jetzt nochmal ordentlich zu damagen. 35. Okay, ich glaube, das ist dann der perfekte Augenblick, wo man dann mit dem Faltarm hingehen muss. Okay, jetzt hat er rote Klammern. Oh je, meine, die Klammern sind total rot geworden. Ich komme mir vor wie in einem Horrorfilm. Die sehen viel gefährlicher aus als die normalen Klämmerchen. Das kann nichts Gutes heißen. Okay, wenn der andere Klammern hat, dann ist das echt nicht zu unterschätzen. So. Einmal das hier, dann das und dann machen wir hier den Angriff. Also mit einem Sprung nehme ich ihm mehr ab. Das darf man nie vergessen. Ja, hier ist wieder der gleiche Tipp. Gut, das heißt sagenhafte Stiefel. Ja, sieht gut aus. Oh, er macht mehr Damage. Und jetzt hat er mich festgeklammert. Oh nein. Und das Ausklammern macht 25 Damage, verstehe. Also ich brauche für alle Fälle wieder ein kleines Hielchen. Das ist wichtig. Also ein Herz. Okay, jetzt ist er wieder in diesem Rasenmodus. War, der hat gesagt, je nachdem wie nah ich dran bin. Wär's nicht schon fast besser auf Distanz? Ja, dann da bleibe ich auf Distanz einfach. Ist viel origineller. Genau, jetzt gehe ich hier hin und gönne mir erstmal einen Glitzerpilz. Damit ich zumindest Full Heal bin. Wenn der jetzt eh dann nachladen muss, dann passt das schon. Aber ich trau dem noch nicht ganz über den Weg. Wenn das wirklich stärkere Klammern sind, dann kann mich der auch one-hitten vielleicht. Ja, geblockt, geblockt, geblockt. Okay, alle abgewehrt. Nice. So, dann müsste das jetzt die Chance sein, die ich habe. Da vorne ist ein großes Herz zum Holen. Genau, jetzt muss er wieder nachladen. So, und jetzt ganz genau überlegen. Also. Ich habe hier das. Wartet, ich habe nur 3 Züge, das ist das Problem. Ich glaube, ich muss echt das mal 2 nutzen.
Was ist, ah, das ist schon fast ein bisschen zu blöd. Nee, warte, dann mache ich das so. Ja. Bleibt mir ehrlich gesagt fast nichts anderes übrig. Muss ich so machen. Das mal 2 nutze ich für was anderes. So, und jetzt mit dem Faltarm. Genau, und jetzt nimmt der sehr viel Damage. Ich weiß nicht, wie viel das war, aber das war auf jeden Fall einiges, was der genommen hat. Goldene Klammern! Was? Jetzt sind die Klammern auf einmal aus purem Gold. Was für eine Verschwendung. Wenn die so viel Schaden machen, wie sie gekostet haben, dann haben wir ein Problem. Was sollen wir nur tun? Ja, das fragt mich was Einfacheres. Das könnte jetzt echt ins Auge gehen. Wartet. Hier mal 2. Ich bin mir gerade unsicher. Es ist mir zu Risiko, sorry. Es ist mir wirklich zu Risiko. Ich mach das so. Damit ich halt das Herz mitnehmen kann. Das große. Ich habe so ein Gefühl, dass da irgendwie ein Game Over drin sein könnte. Ich weiß nicht. Mein Gefühl sagt mir das irgendwie. So, wieder sagenhafte Stiefel. Dass wir dem wieder ein paar Klammern klauen. Das reicht halt leider echt nicht. Scheiße. Er hat mich echt festgeklammert, das kann doch nicht sein. Jetzt klammert mich der wieder aus. 48 macht das jetzt wieder. So, wenn er jetzt wieder diesen großen Zug macht, dass er da komplett ausrastet. Ja, das macht er. Okay. Also jetzt ist wirklich alles oder nichts. Ich muss auf Distanz gehen. Ich muss auf Distanz bleiben. Wartet. Ja. Bleibt mir nichts anderes übrig. Also ich muss auf den Fallkreis eigentlich verzichten in der Hinsicht. Das ist alles so schwierig hier gerade. Also ein Fehler kann natürlich immer entscheidend sein. Aber wenn der goldene hat, das ist halt trotzdem, das könnte in die Hose gehen. So, nächster Glitzerpilz. Okay, abgewehrt. Das heißt, jetzt ist Final Time. Wenn es jetzt klappt, dann haben wir's. Ich muss gucken. Ne? Hier ist das. Hier ist sowas. Und hier kann ich es ausnutzen. Ein Herz gibt's dazu. Sagenhaften Hammer, komm, das muss ich jetzt ausgehen. 61, nee, es geht sich nicht aus. Okay, ein Zug muss ich noch überstehen. Sind es jetzt wieder goldene? Ja, okay, golden ist also das Stärkste, was er holen kann. Puh, ich werde nervös. Vor allem, da ich weiß, dass wir eigentlich das Ganze schon hätten überstehen können. Was? Nee! Oh Gott, ich hab den Pfeil verkackt. Okay, es war auch gar nicht mal so verkehrt, hier auf Distanz zu gehen. Okay, jetzt hat er wieder seinen Agro-Modus.
Da ist das, was ich jetzt gerade mache, relativ gut. Warte, mit dem Pfeil bin ich da, dann komme ich auf die Aktionsding. Lass ich so. Wieder gleiches Spiel in dem Fall. Ich sehe ja sogar, ich habe sogar noch einen Warner-Pilz. Okay, gut abgewehrt. Okay. Er ist wieder leer. Und damit ist er auch wieder ermüdet. Das heißt, ich bin überlegen, kann ich ihn irgendwie komplett hitten? Ich glaube, das geht sich nicht aus, deswegen nee. Wenn ich das hier jetzt da einmal so, dann einmal das hier. Und dann Aktionsfeld. Ja, es wird sich ausgehen, aber ich habe dann wenigstens. Stimmt, ich kann ja die Fighter-Arme nachher dann einfach anwenden. Weil auch im zugemachten Modus kann der Damage machen. Das haben wir ja vorher schon beim ersten Zug gehabt. Und der Warner-Pilz, der bewahrt mich von dem Game Over. Scheiße, das ist echt nötig, verdammt! Ja, wieder Gold, ne? Bin froh, dass es keine vierte Stufe gibt, weil die wird dann schon etwas knapp werden. So, und jetzt ganz genau überlegen. Wir haben hier hinten den Einschalter. Den nutze ich. Ich würde sagen, alles oder nichts, oder Leute? Oder soll ich doch nochmal einmal auf sicher... Warte mal, oder es wäre besser, wenn ich doch nochmal einmal auf sicher gehe. So. Gut, dann haue ich ihm wieder mit sagenhaften Stiefeln eine drauf. Vielleicht geht sich das sogar aus, das wäre jetzt aber cool. Ne. Das wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Na, verdammt, der hat mich wieder festgeklammert, so ein Scheißspacko. Der ist echt ein bisschen schwierig auszuweichen. Na gut. Und jetzt rastet er wieder aus. So, das. Das. Und das. Einmal mal zwei für Sicherheit. Einmal Heal, falls es schief geht. Und jetzt die Falldame. Jetzt muss es reichen. Und aufbrechen. Alter, das ist ja widerlich. Wir haben ihn zerstört, okay. Bevor noch irgendwas schief ging, haben wir es nochmal kurz drehen können. Alter, wie viele Coins bringt denn der? 6000? Puh, sind ja Multimillionär. Bald. Na gut. Boah, Alter, es hat eine Explosion gegeben. Und das heißt jetzt, ja, Bowser wird jetzt wieder komplett, oder? Hey, das ist doch irgendwas weggeflogen. Ich fühle mich gleich viel weniger verklemmt. Das ist vielleicht die Chance, Bowser endlich zu entfalten. Ja, würde ich auch sagen. Leute, aber an der Stelle machen wir erstmal einen Cut. Die Folge ist lang genug. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.